Mahlzeit, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Gnadental-Map. Ja, wir sind immer noch im Juli, wir sind um 10.26 Uhr, ganz kurz vorm Regen. Ich hoffe, wir schaffen das. Wir haben hier die Gerste zum Verdröschen und ich würde sagen, wir legen los. Frage, machen wir hier mit Strohablage oder machen wir hier ohne Strohablage? Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Warte mal. Was ist es, wenn wir jetzt nur auf den drei Haferfeldern hier Stroh ablegen? Ist okay, oder? Das hier machen wir ohne. Komm, wir müssen uns beeilen. Wir haben nicht so viel Zeit. Ne, wegen Wetter. So, wir starten sofort. Ich würde sagen, der Onkel hier, der fährt erstmal außen das Vollwende. Und den New Holland lassen wir entgegengesetzt laufen in die andere Richtung. So, der kann erstmal so Sachen machen. Ich habe vielleicht so ja ein gutes Gefühl, dass wir das schaffen vorm Regen. Das komplette Feld. Das wäre natürlich der Oberknaller. Das andere Feld hat fast 900.000 Liter eingebracht. Das liegt alles im Hofsilo. Das schauen wir uns gleich mal an. Da kam richtig was runter. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Guck mal, wir können schauen. Und zwar hier, da 891.000 Liter Gerste. Und das war nur von dem anderen Feld da hinten. Und das haben wir ja komplett weggedroschen. So, guck mal, der neue Dröscher, der fängt ja schön schnell an, dreckig zu werden. Das alte Ferkel. Ich habe mir schon überlegt, wir könnten nebenbei sogar, den Schwattmeer schon mal Gras mähen lassen. Ist das eine doofe Idee? Eigentlich ja nicht, oder? Dann kann der so was machen nebenbei, wenn wir das denn so Deichsel kriegen. Und ich würde sehr gerne mit der Wiese so weit gehen, wie der Dröscher gerade am Dröschen ist. Und zwar bis hier vorne zur Scheune ungefähr. Und dann gerade hoch, das hier hinter der Scheune können wir irgendwie anders bewirtschaften. Meinetwegen machen wir da Bäume oder keine Ahnung, wie es der Geier was. So, dass die Sache einigermaßen funktioniert. So, der hat seine Spur schon mal soweit fertig. Einmal 90 Grad kippen und weiterfahren. Abmarsch. Also wir machen hier eine quadratische Wiese draus. Das wird jetzt hier nicht so ein verschnörkeltes Wiesenfeld, sondern, ne? Ihr wisst Bescheid. So, wir steigen mal hier ein. Jetzt ist die Frage, dröschen wir wirklich komplett? Ey, ohne Bäume ist ja mega nackig. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal aufforsten ringsrum. Das sieht ja doll aus. Kommt er schon entgegen? Ja, aber so, wir werden hier trotzdem eine Kehrtwende vollziehen. Dass wir uns das Gebiet schon mal abstecken, wo wir dann auf jeden Fall Wiese haben werden. Fahren wir erstmal hier bis hoch. Wir machen hier bloß immer so außenrum. Dann muss er hier nochmal umschwenken, dass wir dann an die Kante rangehen, wo wir dann alles zusammenflügen. Apropos zusammenflügen, da kommen dann die Flüge wieder ins Spiel, wo wir uns letztes Mal im Shop ein bisschen umgesehen haben. Denn einer davon wird es wahrscheinlich werden. Ja, und der Lexan ist schon fast voll. Ja, wir müssen loslegen, ne? Das Feld ist an sich wirklich nicht besonders groß. Das ist natürlich stark von Vorteil. Aber gedroschen werden muss es trotzdem erstmal. Wir haben noch knapp eine halbe Stunde. Da wir auf 0,5 laufen, können wir eigentlich eine Stunde uns hier drauf beschäftigen. Und da wir sehr viel Fläche wegmachen, könnte das vielleicht sehr was werden. Der ist schon voll, siehst du? Genau. Ja. Frage, lassen wir die von der Mitte durcharbeiten oder fressen wir uns von außen zueinander zu? Weiß ich noch nicht so genau. Guck mal, bis hier, dachte ich. Dass wir uns erstmal hier den Kern frei dröschen. Wenn außen was stehen bleibt, ja, dann machen wir das dann halt, wenn es regnet oder so. Abdröschen werden wir so oder so. Aber dann können wir schon mal ungefähr das Gebiet klären, wo denn die Wiese entsteht. Also, ne, komplett hier außenrum, gerade an der Kante, an der äußersten Kante von den Wiesen hier. Und dann hier lang weiter bis hier hoch. So war eigentlich der Plan, ne, dass wir hier das noch ein bisschen abknappen hier an der Straße und dann zack, zack, haben wir eine Riesenwiese, wo der Schwattmeer sich richtig austoben kann. Das wird fantastisch. So, und wir werden abbunkern fahren. Die erste Rutsche Gerste kommt.
Das ist ein Riesenfeld, Leute. Aber ist geil. Und ich hoffe, wir schaffen es vom Regen. Sieht momentan... Oh, guck mal, wie klein und verloren der Lexion da hinten drauf steht. Ich habe jetzt schon Befürchtung, dass die Wiese doch übertrieben groß wird. Naja, werden wir mal sehen. Soll sich aber eigentlich auch lohnen, weil das Gras, was wir hiervon ernten, da können wir sehr viel Heu machen, da können wir sehr viel Silage draus machen und wir können sehr noch Silage draus machen, was wir dann verkaufen können. Also unterm Strich, glaube ich, war das eine sehr, sehr gute Idee, weil, wenn wir mal zurückdenken, im Let's Play von der Fox Farm, da haben wir wirklich die meiste Kohle mit Silageballen gemacht von der großen Graswiese. Das ist leider echt so. Da hätten wir noch so viele Getreide ernten können. Wir wären nie finanziell so weit vorangekommen. Hätten wir nicht ständig Silageballen entwickelt und hätten die verkauft. Ne? Ist so. Ist wirklich so. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Arbeiten wir uns denn von der Ecke hier nach außen durch, wenn wir jetzt hier erstmal das Karree soweit haben? Haben wir eigentlich schon. Ja. Würde ich sagen, von der Kante, ne? Dann macht der New Holland die Seite, der Lexion die Seite, weil der hat eine etwas größere, effizientere Arbeitsbreite. Da kriegen wir auf jeden Fall was hin. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass die sich da nicht aneinander fahren, weil da ist nämlich genau der Knotenpunkt. Aber das dürfte relativ gut passen sogar. Wir müssen, glaube ich, den New Holland da wegnehmen. Komm mal da weg, mein Freund. Ah ja, perfekt. Dann können wir den Lachs nämlich hier drüben gleich wieder ansetzen. Und dann läuft der Lachs. Wo will er hin? Was macht er denn? Hallo, 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 hallo. Halt. Jetzt fahr mir doch nicht in die Karre. Sag mal, hast du keine Ohren im Spiegel? Ey, Kamikaze-Piloten hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Ne, also ich denke mal, ihr habt den Grundgedanken verstanden. Der Kern wird rausgedroschen. Und was hier draußen stehen bleibt, später. Aber auf jeden Fall erstmal das Hauptgetreide hier raus. Vielleicht ist das auch Quatsch. Wir hätten einfach ringsrum dröschen können und einfach weg das Zeug. Aber, na, wie gesagt, wie der Regen auch kommt, wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Zack, Abfahrt. So. Dann werden wir hier auch ebenfalls leer machen. Dann müssen wir halt nur gucken, wo der Lexe nachher abbiegt. Nach links oder nach rechts. Ich hätte gerne, dass er die rechte Seite hier, also die Seite hier vorne fertig macht. Boah, kriegen wir aber hin. Ja. Ist schon grenzwertig mit dem Schneidwerk. Guck mal, der wackelt es ja ein bisschen. Ich finde voll schön, dass er einklappt da vorne. Okay, sehr nervös, aber das soll mir egal sein. Schön. Also hier werden wir ein bisschen aufforsten oder wir stellen hier weitere Häuser hin. Ich habe schon mal geguckt, also ich habe leider nicht gefunden wegen Hotel oder Pension oder sowas. So Häuser, die irgendwie Einkommen bringen, das wäre natürlich mega cool. Dann könnten wir hier so ein paar Ferienhäuser hinstellen oder sowas. Wäre eigentlich genau richtig für sowas. So ein kleinen Feldweg lang gemacht, wo du so Urlaubshäuser hinstellst, ne? Ja. So. Au. Schön, das olle Schneidwerk in Kopf hauen. Und leer das Ding. Also ich werde auf jeden Fall, wenn die Videoreihe hier, ich nehme wieder mehrere Videos mit einmal auf, wenn die Videoreihe durch ist, dann werde ich mich mal nochmal beimachen, hier die Fahrgeschwindigkeit erhöhen und an Bedendreschern die ab Bunkergeschwindigkeit nochmal leicht erhöhen, dass wir die Getreide schneller rauskriegen, dass wir nicht so lange warten, sondern dröschen können. So, der darf hier seine Bahn vollziehen und der Lexion, der müsste gleich umdrehen da vorne. Genau, der hebt schon das Schneidwerk. Tja, und der fährt hier noch in die falsche Richtung, als hätte ich das gewusst. Ja, fahr mal so rum, mein Kleiner, komm.
und runter und Abfahrt. So, ab jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Wir brauchen jetzt nur noch den Kollegen hier zum Abfahren. Und dann mal gucken. Ich habe echt ein gutes Gefühl dabei, dass wir das wirklich vorm Regen noch schaffen sollten hier. Ja, die beiden LKWs stehen da auch schon bereit zum Beladen. Ich bin ja mit dem Getreide von dem Feld nach Hause gefahren. Und ich muss sagen, der Black Anthem, das ist ein toller LKW, aber der kann halt einfach ja nichts. Na, obwohl er viel Leistung hat, er kann nichts. Das Ding ist, da das ja DLC-Fahrzeug ist, was mir, ey, apropos, was mir aufgefallen ist, ich hatte die doch damals von irgendwelchen Freischaltcodes gehabt oder so. Die Fahrzeuge waren weg. Die waren einfach weg, warum auch immer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir den, nach für 99 Cent oder was das war, habe ich mir dann das nochmal alles nachgekauft. Den schwarzen Fendt und hier den Black Anthem und den Porsche Diesel und den Zetor und naja, die kleinen Sachen halt. Das Problem ist, da das ja DLC ist, kann ich mir die Mod nicht aufrufen und kann da an der Motorleistung nicht rumfrisieren. Ist ein bisschen nervig, ärgert mich so ein kleines bisschen, aber hey. Na, da machst du halt nichts. Also im wahrsten Sinne, du machst halt wirklich nichts, weil du kommst da nicht rein, oder? Man kommt drin, aber ich komme nicht rein, weil ich die Dateien ja nicht erst finde, wo man drin rumkrakeln kann. Also ich bin leider der Macht nicht mächtig, die XML zu finden und die zu verändern. Deswegen wird vielleicht früher oder später da nochmal ein anderer LKW seinen Weg vor die schwarze Trailer finden, aber für das Erste sollte es erstmal funktionieren. Wir werden dieses Jahr diese Ernte komplett einfahren. Warte mal. Jetzt habe ich aber was gesagt. Werden wir dieses Jahr noch Sojabohnen ernten? Auf jeden Fall. Und Hafer ist sowieso klar. Gut. Wissen wir da Bescheid? Genau. Dann ab nach New Holland drinne rein, denn der dürfte auch bald wieder schreien, dass er voll ist. Das ist so geil, oder? Unendliche Weiten hier. Die Getreide ohne Ende. Ja, Leute, und ich hoffe wirklich, dass wir das vor dem Regen noch hinkriegen. Das wäre natürlich der Oberknaller. So, der eine oder andere von euch kann das wahrscheinlich schon ja nicht mehr sehen. Ernten, Gerste, Dröscher, bla bla, hast du nie gesehen. Das ist der Farming-Simulator. Was erwartet ihr denn eigentlich? Das ist eigentlich das Kerngeschäft, worum es hier geht. Felder abernten. Ernten. Genau so, in der Reihenfolge. Und nicht anders. Ich wollte den Schwattmäher mähen lassen. Da ist das Ding. Los, mach deinen Mähbalken hoch und leg los. Die große Wiese mäht sich nicht von alleine. Raus. Achso, wir könnten den Verkehr auch wieder anschalten. Ja, da war ja was. So, einmal hier rüber. Zack, zack. Und wir müssen ihm auch erstmal ein Vorwände geben. So, leg mal los. Der New Holland ist noch nicht voll. Okay, dann machen wir so lange noch weiter. Krass, wie da im Horizont einfach gearbeitet wird. Jetzt ist der New Holland voll, okay. Mal schnell leer. Dann haben wir nämlich die erste Ladung im Ladewagen drin, im Überladewagen, und können damit den ersten Trailer befüllen. Das ist Wahnsinn, Alter. Wie viel? Knapp 100.000 Liter, nee, mehr sogar. Ist schon ordentlich. So. Wir sind fleißig am Mähen. Also wenn das alles Wiese ist, ne, dann kann der Schwattmäher, der kann hier Kilometer machen ohne Ende. Aber ich bin mit dem Dröscher recht zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Also mit dem New Holland hier. Wenn wir jetzt noch den Förseteil noch mit dazu hätten, boah. Muss ich mal gucken, ob der mit dem gleichen Schneidwerk wie der New Holland funktioniert. Weil dann wäre ich so ja bereit, das nochmal so in der Kombi zu haben. Dann hätten wir drei Dröscher. Dann ist aber Krieg, ne, in der Ernte. Dann heißt es abfahren. Müssen wir mal gucken, der Lexan ist mir wieder voll. Was macht der Schwattmäher? Jetzt enorm Ende, perfekt. So, dann höre bitte auf. Fahre bitte hier einmal hoch. Hm.
Komm, wir lassen mal 5 gerade sein, oder? Ich habe gerade überlegt, ob wir das einfach mit abmähen hier. Aber dann müssen wir dabei bleiben und das selber machen. Müssen wir mal gucken. So, der Lexon ist voll. Aber der Onkel braucht ja erstmal seine Feuerwende. Oh ja, ja, ja. So, komm, wir fahren durch die Frucht. Ist ja egal, wir müssen uns beeilen. Wir sind schon in der letzten halben Stunde angelangt. Ha, interessant. So, wir müssen heute noch viel machen. Wenn wir hier wirklich die Ernte so weit runter haben sollten, vorm Regen, dann heißt es Gras abfahren und dann die Wiese anlegen mit dem Flug und so eine Sachen alles. Also das Pensum haben wir echt, echt hoch gesteckt hier. Aber ich denke, das wird sich auf lange Sicht wirklich auszahlen. Da bin ich ganz sicher. Alleine die Wiese hier, die wird finanziell ein gutes Einkommen bringen. So, der erste Trailer ist voll. 96.000 Liter passen hier drin. Oder war es 98? 96, 98? 98, glaube ich. So. Du, beendest bitte hier deine Schwart. Dann setzen wir den hier drüben nochmal neu an. Der Weg kommt weg, ne? Da wo die LKWs draufstehen, da wird alles vernichtet. Das wird alles Grasfläche. Aber ich denke, der wird gut. So. Dann stellen wir um. Ablage nach rechts. Schneid weg runter und leg los, Junge. Mach mal ein bisschen clean hier. Wir haben zu tun. So, der Lexon ist immer noch voll. Ey, ich habe echt die Befürchtung, dass hier übelst viel Treide nochmal zusammenkommt. Ja. Das Rennen gegen die Zeit. Welch Wind, wir oder der Regen, wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob das klappt hier. Wäre natürlich der Hammer. So. Aber irgendwie sind hier krasse Mini-Ruckler drin. Entweder liegt es mittlerweile an der Map oder an irgendwas anderes. Ich habe manchmal echt ein schlechtes Gewissen, wenn wir eine neue Mod irgendwo mit reinnehmen, dass die dann sofort Probleme macht und hier alles durcheinander bringt. Naja. Okay, und rüber zum New Holland, der ist auch schon voll. Ja, aber ich muss sagen, guck mal, so eine relativ, in Anführungsstrichen, Kleenfelder sind überschaubarer bei der Ernte. Also wenn man am Horizont das Ende vom Feld sieht, ist das schon sehr beruhigend. Vor allem, wenn dann wirklich gedroschen wird und da auch ordentlich zu sehen ist, dass was wegkommt. Na, wenn die hier, wie die bei dem anderen Acker, kilometerweise bis hinterm Horizont einfach nur Getreide steht und die Droscher fahren und fahren und fahren und fahren und anfangs war ja gefühlt wirklich kein Ende in Sicht, aber sieht hier schon ein bisschen anders aus. Wir können ja mal von oben auf die Mappe gucken. Da, finde ich, sieht man nicht immer besonders, wie weit der Fortschritt ist. Guck mal hier. Ja, wir sind schon hier richtig, richtig gut dabei. Und die kleine Ecke hier unten, die kriegen wir auch ruckizucki noch weggefummelt. Da, dann lassen wir den New Holland so lang fahren, den Lexion von mir aus so lang fahren. Und ich denke, wir schaffen das wirklich vorm Regen. Das wäre echt geil. So. Okay, ich glaube, jetzt kam aber noch keine Meldung. Wir fahren mal rüber, mal gucken, wie weit er ist da. Vorteil, er hat mit seinem großen Schneidwerk längere Bahnen zu fahren. Heißt, der kriegt auch schneller voll, sein Korntank. Habe ich schon überlegt, den New Holland vielleicht noch einen Ticken schneller zu machen. Dass der bei, also ungefähr in der gleichen Zeit, dadurch, dass er ja weniger Arbeitsbreite hat, bei höherer Geschwindigkeit, aber mehr Durchsatz hat, wo sich das dann wieder relativiert.
Ne? Wenn er ein schmaleres Schneidwerk hat, muss er halt schneller fahren, um genauso schnell voll zu sein wie der Lexion. Theoretisch. Mal gucken, was wir da machen. Vielleicht tunen wir da nochmal eben von 16 auf 17 km/h oder so. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall ist hier die Lampe noch nicht an. Alles klar, dann dauert das noch. Komm, wir machen das mal. Wir geben immer 17 km/h. Nö, 18. So. Vielleicht hebt sich das schon auf, weil das ist ja nicht so viel breiter. Ich glaube, das ist, boah, 2,5-3 Meter breiter oder so. Das große, was am Lexion dran hängt, Schneidwerk. Ich denke mal, mit dem bisschen mehr an schneller fahren, kommen wir da ungefähr plus minus null auf denselben Level, weil wenn wir die dann auf ein großes Feld nebeneinander dröschen lassen und die zur selben Zeit quasi anhalten, weil sie beide den Korntank auch fast gleich groß haben, hatte ich ja schon erwähnt in den vorherigen Videos, wäre das nämlich mit dem Überladewagen abbunkern mega einfach und schnell und schön und toll. So. Na, ob das was wird hier vom Regen, ich hoffe ja mal. Doch, ich denke schon. So, dann müsste jeden Moment anhalten und das Ärmchen strecken. Ah, siehst du, da ist jetzt schon soweit. Das Ding ist, da wir jetzt unser Schnorchel hier ausgefahren haben, müssen wir immer von der rechten Seite drunter. Weil das Außen einklappen, das dauert immer ewig. Theoretisch ist es auch egal, wir könnten den Überladewagen immer öffnen, wenn wir auf dem Weg zum LKW sind, aber die Faulheit, Leute, ihr wisst doch Bescheid, die Faulheit, die siegt schon wieder. Was soll ich machen? So. So, und die Rutsche haben wir auch raus. Apropos, ihr habt in den Kommentaren gesagt, Mensch, macht ihr doch keine Rübe wegen die ganze Ruckelei. Doch, leider ja. Also mein innerer Monk ist da mal voll überhaupt gar nicht begeistert von. Weil ich habe auch eigene Ansprüche an mich selber. Für das, was ich euch hier auf den Teller werfe zum Präsentieren, videotechnisch. Und genau da ist nämlich der Knackpunkt. Technische Gründe sind nämlich dafür verantwortlich, dass hier Ruckeleien am Start sind. Ich denke mal wirklich, also mitunter die SSD, was ich ja schon tausendmal jetzt angesprochen habe, was doch im ersten Erntevideo irgendwie so ein bisschen komisch war, muss ich mir noch anschauen, bin ich noch nicht gekommen, weil Video in Folge, ihr wisst Bescheid. Na? Und ja, zum anderen denke ich mal, meine Grafikkarte, die kriegt die ersten Altersfältchen. Denke ich. Ich weiß es nicht. Ist auch immer doll Map-abhängig, weil, guck mal, selbst hier auf der Gnadental läuft performanter und flüssiger wie im kleinen Land. Andersrum gesagt, im kleinen Land ist die komplette Map-Grenze ringsrum zugehagelt mit Bäumen. Und jeder Baum möchte einzeln berechnet werden. Ja, da legen die großen Wert drauf. Ist schwierig. Deswegen, ihr sagt, lass ruckeln. Ich denke mir so, geht gar nicht. Aber irgendwie kommen wir doch zusammen auf den Nenner, hoffe ich, denke ich, ne? Ich bin da sehr beruhigt, dass ihr das nicht so auf die Goldwaage legt. Aber wäre halt schon schöner, wenn das einfach mal flüssig durchläuft. Aber ja, das Thema hatten wir schon so oft. Und leider keimt das immer wieder auf, sobald hier mal wieder irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das denke. Und naja, ist egal. So, der Überladewagen ist voll. Wir werden jetzt den Trailer hier komplett voll ballern. Dann hätten wir den LKW wieder befüllt. So, lass laufen. Wie sieht's denn aus hier? Oh, guck mal. Der New Holland ist bald durch. Der Lexion frisst sich auch fleißig hier seine Bahnen entlang. Dann werden wir das schaffen wir locker vorm Regen, oder? Ich denke auf jeden Fall. Ist ja der Hammer. So, LKW 1 ist befüllt. Wir fahren rüber zu Nummer 2. Eigentlich müssten wir den hier wegfahren hier, dass wir hier wieder Kapazität haben. Weil der Bestand, der hier noch steht, da kommt noch ordentlich was zusammen. Mit unterschätze ich manchmal oft selber,
wie viel die Treide wirklich hier noch steht am Ende. Ist unfassbar viel. So. Und mit den Trailern bin ich irgendwie gar nicht zufrieden. Allein schon beim Verkaufen von dem Mais, da war das so... Ich habe da schon fast mit gerechnet, aber hat sich halt leider bewahrheitet. Und ist immer so ein Zeichen dafür, dass man da nochmal Handlungsbedarf hat. Also da werden wahrscheinlich nochmal andere Trailer folgen, sobald wir dafür die finanziellen Mittel haben. Aber jetzt ist erstmal Dröschen angesagt. Ne, die Ernte fahren wir ein. Danach können wir mal gucken, wie das denn aussieht. So. Okay, und der andere ruft, dass er gleich voll ist. Welch ein Timing. Schade, wenn der umdreht, dann steht er mit dem Schnorchel wieder voll in der Frucht. Aber hey, da müssen wir durch. Ich finde den Big Bad von innen mega geil. Wie ich schon mal gesagt, ich mag die Konsole von dem Ding. Ihr könnt hier auch den ganzen Tag drin sitzen und damit über das Feld fahren. Okay. An sich ist innen an sich voll cool, aber man sieht halt einfach nichts. Und da ich liebe, in der Übersicht zu schauen, im LS, deswegen fahren wir so gut wie fast gar nicht in der Innenansicht. Ja. Warte mal, wenn man hier hinten rausguckt, kann man da sehen? Ne, du siehst halt einfach ja nichts. Ne, wo da sein Überladeröhrchen da kommt vom Drescher. So siehst du halt alles. Und da ist es schon. Ey, der fährt ja noch immer hoch, immer zurück. Dann ist der mit der Seite hier durch. Das ist ja mal mega geil. Und wollen wir wetten, das fängt pünktlich um 11 an zu regnen. Also noch ist die Messe nicht gesungen, ne? Da ist noch alles möglich. Durchgequetscht hier. Bin echt gespannt, ob wir es schaffen vorm Regen. So, von hier oben. Ja, na doch. Wobei, warte mal. Ist gleich drei Viertel, ne? Also 10.45 Uhr. Lang ist nicht mehr. Und wir müssen den LKW wegfahren. Der Schwattmeier ist gleich fertig. Das ist doch schon mal schön. Wenigstens eh eine Sache klappt. Ja, weiß ich nicht. Mähen wir den anderen gleich mit ab oder nicht? Müssen wir nochmal extra machen. Wobei, wie gesagt, wenn wir die Ernte erstmal runter haben, ne? Wenn die 3 die Droschen ist. Tja, dann ist eigentlich erstmal egal. Das Gras kann eh liegen bleiben. Das stört doch beim... Ja, jetzt ist die Frage. Gras mähen bei Regen? Haben wir da Verluste? Ich weiß es gar nicht. Kann ich euch jetzt aus dem Kopf ja nicht beantworten. So, wir steigen hier rüber, gehen nach da. Komm, wir fahren den LKW mal weg hier. Weil der andere braucht auch nicht mehr lange, dann ist er nämlich voll. So, Abfahrt! Ach Gott, Schneckentempo. Das meine ich, guck mal, er kommt einfach nicht aus der Knete. Ich will mal was probieren. Ich will mal wissen, was der Peterbilt hier für eine Figur macht, wenn wir den davor bamseln. Vielleicht fährt er ja besser. Mal gucken. Aber so an sich macht er sich ja. Aber ich habe auch schon... Wow! Ist aber auch wieder hier, ne? Das Gefühl habe ich auch, dass der LKW hier Stress macht. Okay, ich mache... Wahnsinn! Ich habe gerade das Licht ausgemacht und ich habe ja nebenbei immer noch den Task Manager laufen. Und da ging einfach mal die GPU-Anforderung übelst runter. So.
Aber guck mal, der LKW, der fährt mit den beiden Trailern einfach los. Oh Gott, hier ist ja kein Platz. Ihr wisst, was das heißt, ne? Ja, vielleicht wird es mal ein später Peterbilt. Mal gucken. Warte mal, ist der Lexen voll? Ja, da steht mit einem ausgestreckten Ärmchen. Das ist eigentlich ein bisschen doof, aber... wie kommt man hier am besten lang? Immer durch den Graben. Ich habe keinen Bock, dass sie Anhänger umkippen. So. Der New Holland ist fertig. Egal, komm, wir hauen erstmal hier die Trailer leer. Ich bin aber sehr begeistert. Also, ich glaube, das wird nochmal ein Peterbilt werden. In Kombi mit diesen Trailern hier. Dass wir zwei LKW-Züge davon haben. Hat halt überzeugt. Also, der Mac, der muss eigentlich nicht gehen. Von mir aus holen wir uns auch einen Tieflader, dass wir mal irgendwelche Fahrzeuge vom Shop nach Hause holen können oder andersrum. Das hatten wir ja auf der Fox Farm, hatten wir das ja auch gehabt. Mal gucken. So. Dann haben wir hier nochmal knapp 200.000 Liter erstmal im Silo. Damit müssten wir fast bei 1 Million sein. Also 1 Million Liter Gerste ist schon kräftig. Bleiben wir hier am Misthaufen hängen? Nee, Gott sei Dank nicht. Das sieht ja alles so unwirklich aus, ne? Diese flachen Felder, ganz, ganz, ganz komisch, ganz merkwürdig. Wir fahren mal hier oben hoch. Oh Gott, das ist alles schon weg. Geil. So, dann würde ich hier hinfahren und einfach mal umdrehen. Dann können wir nämlich hier in Richtung nach zu Hause wieder rausschießen. Mit beladenen Anhängern. Okay. So, wir machen den... Oh Gott, der ist ja auch gleich voll. Pass auf. Dann fahren wir damit schnell zum Überladewagen. Hauen das raus. Ah, der Lexel müsste laufen. Aber ist nicht schlimm. In der Messe können wir nur singen. Krasser, mein Beet. Siehst du, das ist schon mal erfolgreich. Na, den Acker kriegen wir noch runter heute. Ich denke, oh, guck mal, jetzt haben wir 11:15. Die Beeten kleben Streifchen da. Hätte ich ehrlich gesagt fast nicht mit gerechnet, dass wir das schaffen. Und dann habe ich mir das auf der Map nochmal angeguckt, von der Ackerfläche, von der Größe her. Und war dann doch sehr positiv gestimmt, dass das eventuell doch was wird. Und so wie es aussieht, klappt es auch. Mal gucken. Gut, und ab auf den letzten Streifen. Ach, doch, das wird was. Leute, das wird gut. Der muss unbedingt schneller werden. Da muss ich auf jeden Fall ran. Aber jetzt haben wir gerade die Zeit nicht dafür. Und ich würde sagen, naja, bevor wir in den Hafer gehen, könnte das wahrscheinlich noch was werden. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich das Gras hier mähe oder nicht. Ha. Und ob wir denn nochmal gemeinschaftlich komplett drüber flügen oder so. Und dann haben wir eh einen Grund wieder drin. So, wir hauen hier weg. Abfahrt. So, ab zum Lexen, der wartet schon ewig. Ach, ja. Ist der Helfer schon eingeschlafen. Das ist natürlich auch geiles Geld verdienen. Im Dröscher sitzen, Kohle kassieren, warten, bis einer kommt. Beim Warten einfach Kohle kassieren, unproduktiv sein, Kohle kassieren. Ah ja, Helfer möchte ich sein. Guck mal, die 604.000 werden wir auch nicht mehr halten können. Ich denke mal, wir werden unter die 90 Euro noch runterfallen. Aber wir haben trotzdem 600.000 auf dem Konto, Leute.
Ist an sich echt nicht schlecht. Okay, ich würde mal gucken. Ah, der Mac mit diesen Trailern. Dann würde ich das Gesamtpaket so wie das vielleicht nochmal verkaufen, oder? Weil es ist auch zum Verkaufen deutlich besser, wenn wir fast 200.000 Liter wegbekommen. Anstatt 160. Oder ich gehe nochmal in die XML hinein und mache aus den 98.000 Litern eine glatte 100. Ist für meinen inneren Monk, glaube ich, auch nochmal deutlich angenehmer. Schauen wir mal. Auf jeden Fall performt der Peterbilt an den Trailern deutlich besser. So, dann schmeißen wir hier nochmal ein paar Krümel rein. Und dann gehen wir mal in den Mac. So, hier ist zwar noch Getreideplatz, aber wir werden nicht mal wegfahren. Ich hoffe, ja, ja, ein Start. Das, was wir da hinten noch ernten, passt alles in den schwarzen rein. Zumal im Überladewagen selber geht ja auch noch ein Schluck. Oder... Ach komm, wir fahren mit darüber und dann packen... Ach Gott, guck mal hier, wie er sich abquält. Oder ich bin verwöhnt. Ich denke mal, er ist letzter Ritt, oder? Weil an sich fährt er ja. Ist ja auch eigentlich selbst mit den Trailerpaarungen gar nicht hässlich. Aber der hat halt so einen fetten Dachspoiler. Da brauchst du schon was hinter, was auch so von der Höhe knapp abschließt und auf selben Level ist, theoretisch. Aber ist halt amerikanisch. Die sind halt so, die Dinger. Ich finde die hier auch von der Optik total geil. Ich stehe voll auf diese Trailer hier, aber... Ja, wenn die nicht können, dann können die halt nicht. So. Dann lassen wir den mal hier mitstehen. Wie weit ist denn jetzt da? Wir hatten als nächstes den Korntank voll. Ach, er da. Guck mal, er streckt schon das Ärmchen. Das ist er wieder wie gerufen. So, er ist noch in dem Streifen hier dabei. Der fährt noch immer hoch, immer runter. Und dann haben wir das hier hinten noch. Das könnten wir wahrscheinlich gemeinsam dröschen, weil der New Holland ist hier drüben gleich fertig. Das ist immer wieder der Hammer. Und voll. Oh Gott, der Lexion ist auch voll. Warte, ich eile, ich komme. Wir kommen. Ich hab dir das Gefühl, das ist hier massiv überblendet, oder? Also es ist sehr, sehr hell. Dafür, dass es gleich regnet. Und da hinten war ja Schatten des Todes auf dem anderen Feld. Hinten an der Map-Grenze da hinten. Da kam es ja dunkel runter wie Weltuntergangsstimmung. Und dafür scheint hier ganz kräftig die Sonne. Angenehm. Guck mal, wie weit man gucken kann. Die ganzen Bäume da hinten. Ja. Also die Map an sich, die ist schon echt, echt genial. Warte mal, wenn wir hier unterfahren... Jetzt sind wir... Okay, wir sind noch lange nicht drunter. Das unterschätzt man ja total. Oder ich muss mehr üben, Innenansicht fahren. Aber ich fühle von außen schöner. Ich glaube, von innen ist performance-technisch besser, weil nicht alles irgendwie berechnet werden muss, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Tja. Schön hier drin. Oh, jetzt drückt aber die Uhr. Oh, guck mal, wir haben schon 10.48 Uhr. Das könnte interessant werden. Vor allem, wenn ich noch Gras mähen möchte, weil ich noch nicht weiß, ob ich es möchte. Oder wir flügen den ganzen Quatsch einfach immer unter. Mal gucken. Weil das, was wir brauchen, haben wir eh schon gemäht. Theoretisch müssen wir die Ackerfläche hier so immer striegeln, dass wir auf 100% kommen. Bei Gras, glaube ich, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Oder reicht es, wenn wir hier nur immer flügen? Bin mir da manchmal nicht so sicher. Ist der New Holland jetzt fertig? Ja, der... Ey, ist ja mal voll geil. Dann komm her, Junge.
Dann darfst du hier hinten schon mal weiterfahren und entgegenarbeiten. Weil der Lexion, der trödelt ein bisschen. Ich finde den optisch voll schön. Ich fand den im 17er schon total schön. Den CR-1090. Ich mag die Karre. Im Western Wilds Let's Play, da hatten wir den auch mit Camouflage-Lackierung. War auch okay. Fand ich cool, das Ding. Na, die letzten Züge. Kriegen wir das noch hin hier? Warte mal, wir können in der Zeit den Schwattmeer wegfahren. Oder mähe ich doch noch ab? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach komm. Oder fahren wir ihn doch weg? Ich bin mir echt nicht sicher. Wobei, wenn wir das Gras jetzt alles einsammeln. Hey, was hat denn hier? Wieso hat dann da nicht komplett gemäht? Wir müssen gerade fahren, dass das hier vernünftig wird, ne? Wobei, die Flächen könnten wir eigentlich mitnehmen hier, weil das ist ja Ackerland. Ach komm, was soll's. Hä? Hat der das Gras da gerade nicht hingepackt? Was ist das denn? Hat den Vorteil, wenn wir das hier abmähen, haben wir mehr, was wir fermentieren können. Weil ich hatte ja gesagt, das, was wir hier jetzt runterholen von der Wiese, kommt in Fermentiersilo, dass wir das später verkaufen können. Die war doch so, oder? Ich möchte sagen, ja. Wir haben vollen Korntank. Wir müssen schon wieder aufhören. Wer ist denn der Glückliche? Der New Holland, ne? Ja, genau. Der steht da hinten und macht nichts. Ich wollte gerade sagen, das ist genau in der Arbeitsbreite vom Wechseln hier. Aber da ist noch so ein kleiner Mikrostreifen, den er dann natürlich nochmal zurückfahren darf. Das ist ja klar. Ach, naja. Zehn Minuten haben wir noch. Das könnte echt eine Punktlandung werden, Leute. Und ich hab uns schon im Regen dröschen sehen hier. Schön, Mensch. Wenn mal was funktioniert, dann bin ich doch dabei. Freude strahlt natürlich. Das gefällt mir. Oh cool, hier können wir endlich mal ein bisschen Kontur dröschen. Das machen wir selber. Oh. So. Schwattmeer ist mir gerade ideal. Dröscher fahren ist geiler. So, das ist schon mal raus. Und wisst ihr was? Weil heute Sonntag ist, machen wir das wirklich fertig, das Feld hier heute. Na, den letzten Acker habe ich ja alleine nochmal beendet. Das hat so ja noch eine ganze Weile gedauert. So, das meinte ich mit Konturdröschen. Ne, das kann der Helfer nicht. Das ist halt... Außer man fährt das mit Curseplay ein, aber sonst ist der Helfer hier ganz stark im Nachteil. So. Der ist da hinten echt voll. Hör mal auf. Okay, dann holen wir hier die Ecke nochmal raus. Guck mal, eigentlich schaffen die übelst Fläche, die Dröscher. Das ist Wahnsinn. Und ich habe mal in den Statistiken geguckt. Das große Feld, was wir in den anderen beiden Folgen abgedroschen haben, das waren irgendwas 47, noch was Hektar. Das ist viel. Das ist riesig. So, wir fahren den hier mal beiseite. Dann steigen wir hier ein. Hallo? Dann bringen wir ihn hier auf Kurs und dann lassen wir ihn machen. So, wir fahren rüber, machen den Lexion leer. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass der da vorne nochmal voll wird. Krass. Na denn. 9 Minuten noch, Freunde. Ja, der Countdown läuft. Aber ich bin der guter Dinge. Selbst wenn der Lexion sich hier ausgeschissen hat und den Streifen noch weggedroschen hat, dann ist der New Holland schon bald fertig da. Ich habe fast das Gefühl, der Ede KMH ist schon bald zu viel gewesen, dass wir das nochmal runternehmen müssten irgendwie. Mal gucken. Vielleicht ändert sich das doch alles nochmal, wenn ich die Abbunkergeschwindigkeit von den Dröschern erhöht habe, weil... Guck mal, wenn die, sag mal, 500 Liter mehr pro Sekunde rausdrücken, dann sind die halt viel, viel schneller leer und dann fahren die auch viel schneller. Dadurch dürfte sich die ganze Ernte stark beschleunigen, weil ich habe jetzt immer beim Überladen, also beim Abbunkern, Pause drückt. So wie jetzt.
bis die Drescher fertig waren mit Überbunkern, so wie jetzt, siehst du? Die Zeit dazwischen, die habt ihr meistens ja nicht mit dabei im Video. Weil ich mir so denke, ja, zugucken, wie der olle Drescher abbunkert, die Zeit kann man anders besser. Oh, guck mal hier, wie sie jetzt schön Tandem nebeneinander fahren. Geil. Ich liebe sowas. Aber wirklich jetzt. Schön mochtig und dreckig. Guck mal, der fährt ihn davon. Der ist echt viel schneller. Und ist gleich wieder voll, das Ding. Krass. Wir müssen aber den hier erstmal leer machen. Sonst wird das alles nischt. Die letzten Züge da hinten, Leute. 8 Minuten, ne? Ich freue mich. So, der New Holland, der müsste... Ah, nicht, dass die sich in der Quere kommen. Aber ihr könnt mir vorstellen, dass der Lexion einfach stehen bleibt. Weil seine Schwart oder sein Arbeitsstreifen endet. Und der hat nichts zum Anknüpfen daneben. Müssen wir mal beobachten. Aber ihr könnt mir vorstellen, dass der Lexion einfach aussteigt und sagt, ich bin fertig. So, da passt ja nicht mehr alle drin. Toll, dann ist der Zug schon mal voll. So. Da müssen wir rüber fahren. Ich sag ja, die letzten Meter, hier kommt nochmal richtig was zusammen. Und wir sind schon, guck mal, bei 1.087.000. Guck mal, hier sind noch 30.000 drin im Überladewagen. Das sind schon richtig, richtig, richtig große Mengen eigentlich. Ich glaube, der Peterbilt, der macht Performance ein bisschen kaputt. Schade eigentlich. Oder die Trailer, oder betet. So, wir gucken mal, was er hier veranstaltet. Das passt aber wieder ganz genau, ne? Mit den ganzen Bäumen hier und dem Rand und alles. Na? Ne, er fährt rückwärts. Ich bin ja total begeistert. Komm, aber der Helfer brauchen wir dafür zu lange. Wir fahren mal lieber selber. So, wir dröschen das mal selber, weil ich glaube, ja, die Bahnen überschneiden sich hier. Voll geil. 7 Minuten noch. So, immer drunter durchgerutscht. Haha. Ist mir voll geil. Diese flexiblen Schneidwerke, die machen manchmal auch coole Sachen mit. So. Da habt ihr. Wir wollen leer machen. Dann haben wir die Ernte drin, Leute. Ist unfassbar geil. Und sehr, sehr viel. Wenn wir das verkaufen, Katschingeling, das ist richtig, richtig abgefahren. Vor allem, wir können gleich mal gucken, Hafer bringt auch richtig Asche. Also wenn die Prognose so stimmt und wir das Geld dafür bekommen, über 1.000er pro Tonne. Und das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Also die 3 Haferfelder, die werden ordentlich klingeln in der Kasse. Guck mal hier. Hafer prognostiziert 1.119 im Dezember. Im Dezember, ach du Schande, wir müssen im Dezember ganz viel mit dem LKW fahren, glaube ich. Und ich hoffe, das geht alles hier am meisten weg. Verkauf alles Container. Oder wir müssen Verluste in Kauf nehmen. Dann brauchen wir damit nämlich nicht so weit fahren. Müssen wir mal gucken. So. Der fährt hier seinen letzten Beta. Der Lexion. Ist der fertig? Hat er seinen Dienst schon quittiert? Da stehen noch 2 Halme. Halt, stopp. Zack, zack, wir nehmen alles mit. Naja, das Feld wird hier sowieso verschwinden. Ach komm, dann können wir die letzten Meter auch noch selber dröschen. Hier, dann ist das halt auch erledigt. Können wir uns ein paar Helferkosten sparen? Aber guck mal, ich sage, wir sind bei 603.000. Es regnet. Es regnet.
Auf den letzten Metern, Freunde. Ja! Wir haben die geschafft. Jetzt kommen die ersten Regentropfen, ne? Ja. Oh, das ist aber... Ey Leute, das ist eine Punktlandung. Aber noch pünktlicher hätten wir nicht sein können. Ich habe mich schon gewundert, hä, wo kommt denn der Krach her? Nö, war ein Regentropfen. Mit Gewitter. Ach du Schande. Und der ist auch fertig. Ha, krass. Das können wir gleich im LKW entladen hier. Den brauchen wir nicht zum Überladewagen schleppen. Jetzt ist die Frage, die sind ja übelst mistig, die Böcke. Wären die beim Regen eigentlich sauber? Da war damals mal die Rede von, dass die das so eingeführt haben. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht, ob es wirklich so ist. Weil ich hatte immer den Eindruck, die werden nicht sauber, wenn es regnet. Und wisst ihr, was echt deprimierend ist? Wenn wir mal den Wetterbericht beobachten. Guck mal, das soll... Echt jetzt? 13 Uhr scheint die Sonne. Freunde, wir gehen heute vielleicht noch in den Hafer. Ein langer Tag der Ernte. Geil. War das nicht länger prognostiziert? Wobei, guck mal, das sind 10, 11, 12... Na, 2 Stunden Regen. Danach kommt Sonne. Und die Haferfelder sind ja nicht so groß. Die sind ja relativ schnell abgedroschen. Ja, okay. Ein sehr ereignisreicher Tag. Der Monat Juli. Klingt komisch, ist es auch. Bist du voll? Ja, dann Abfahrt. Nochmal 28.000 Liter. Ist Wahnsinn, wie viel am Ende. Und wir haben heute Sonntag und schaut mal für Uhr. Ihr kriegt heute dafür als Belohnung, weil das hier halt so geil läuft gerade, so eine lange Folge. Ist auch nicht schlecht, oder? Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich den hochladen soll, weil da wieder 8 Trilliarden Megabyte, Gigabyte sind hier, aber ich glaube, das ist euch vollkommen egal. Ne? Ja, denke ich. Okay, wir werden die erste Ladung mal nach Hause bringen, bevor das hier nass wird. Machen wir schnell die Deckel zu und Abfahrt. Ey, aber das war ja wirklich wie aus dem Drehbuch, oder? Die letzten Ehren rein in den Dröscher und der Regen kommt. Richtig geil. Mann, ich freue mich gerade richtig innerlich. Könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Das nächste Ding ist, was ist denn, wenn wir jetzt Gras mähen? Ich glaube, bei Regen spielt es gar keine Rolle. Das ist vollkommen egal, oder? Das können wir gleich mal ausprobieren mit dem Schwattmäher. Problem ist, der Regen übertönt hier gerade alles. So, die Grasschwade werden nass, das ist aber wurscht. Das geht eh alles in Fermentiersilo. Das spielt dann keine Rolle. Wir fahren den Winkel mal ein bisschen weiter. Jetzt können wir trödeln. Wir haben jetzt quasi 2 Stunden Zeit. Ne, warte mal. Hier steht Regen von 10 bis 11, 12. Da wird es wahrscheinlich um 12.30 Uhr. Oder um 13 Uhr, da wird es dann erst besser, ne? Jetzt haben wir 11. 12, 13, das ist egal, passt ja. So. Ich will nämlich wissen, wie viel Gerste da am Ende zusammenkam. Ist nämlich bestimmt nicht wenig. Und das müssen wir alles verkaufen, fahren. Deswegen wäre ich da vielleicht nochmal dran interessiert, dass wir die Trailer nochmal konfigurieren und nochmal in der XML ein bisschen anpassen. Müssen wir mit dem Hammer ein bisschen ausbeulen, von innen nach außen, dann haben wir da mehr Füllvolumen, ja. Siehst du, selbst die Kuh applaudiert, verbal. Die ist so unfreund von der Idee. Ja, wie gesagt, was war anders geplant mit dem Mac hier, aber wenn der keine Pferdchen unter der Haube hat, dann sieht da wenig Land für die Kollegen. Sehr gut. So. Das Ding ist leer. Dann stellen wir den mal beiseite. Und hat Vorteil, der Hafer wird mal trocken gewaschen. Oder sauber gewaschen. Ne? Staub und Dreck und Zeug, alles raus. Aber nasse Getreide dreschen ist an sich nicht cool. Ja, mal sehen.
viel haben wir denn hier? Nochmal 96.000. So, mal geht Licht aus, sieht die GPU-Leistung runter. Also die Anforderung. Das ist krass. Mal geht Licht an. Geht zu hoch. So, dann lassen wir Licht aus. Ist ja eh am Tage, ist ja hell. Also laut Wetterbericht ist auch schon wieder Sonne vorprognostiziert. Ich finde voll cool, dass man bei den Trailern durch die Scheibe in der Tür da auch nach draußen, nach vorne gucken kann. Die sind den LKW, die Rückwand vom Sleeper, mega cool. Die Hupe könnte schöner sein, aber... So, dann hauen wir hier nochmal einen Schluck raus. Sollte relativ schnell entladen sein. So, nochmal 54 hinterher. Und dann schauen wir mal, was denn hier im Hofsilo gelandet ist. Weil wenig ist es nicht. Das sind jetzt zwei große Felder gewesen. So, abschließender Check, Check. Da 1,3439 Millionen. Also fast... Wow. Oh, das ist viel. Prognose 662. Das sind fast 900.000. Das ist fast 1 Million, Leute. Das ist ja übelst geil. Und wenn der Preis noch ein bisschen streut und er nur nach oben geht, also mehr wie 662, na dann holla die Waldfee. Schön. Mann, das freut mich. Okay, dann fahren wir den LKW zu seinem anderen Kollegen, der nicht kann. Dann packen wir die Dröscher zusammen. Die mache ich dann immer eine Runde sauber. Fahre alles vom Feld runter. Theoretisch können wir die hier sogar schon positionieren, dass die in die nächste Ernte startklar bereitstehen. Ne, weil der Hafer will halt auch verdroschen werden. So, die LKWs könnten wir theoretisch schon auf den Feldwegen zwischen den Feldern hier verteilen. Und meine Maus ist weg. So, dann nehmen wir die. Warum auch immer das manchmal passiert, ich weiß es nicht. Also LKW hier und LKW da oder Beete da, keine Ahnung, ne? Also hier zwischen den Feldern auf dem Feldweg, dafür sind die ja angelegt. Ja, Freunde. Wir probieren auch den Schwattmeer aus, ob der bei Regen mähen kann. Aber ich kriege hier keine Meldung, dass das nicht so cool ist. Also machen wir das. Haha. Ja. So. Genau, weil das... Warte mal, das ist doch mega laut. Wir gehen nochmal hier hin. Weil das nämlich so laut ist, werde ich jetzt hier nochmal in Ruhe Gras mähen, werde die Zeit ein bisschen vorspulen lassen, dass der Regen aufhört, dass wir beim nächsten Mal in den Hafer gehen können, bei strahlendem Sonnenschein. Klingt ihr nach einem Plan? Ich denke, das ist so ein sehr guter Plan. Freunde, das war mega geil, die Punktlandung des Jahres, Spieljahres intern, ne, ihr wisst Bescheid. Und ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Rinnihauen.